Der Goldpreis. Wir reden zurzeit wieder viel über Inflation und über Geldpolitik und auch über die Goldkäufe von den Notenbanken. Aber heute schauen wir mal auf die Angebotsseite und wir stellen uns die Frage, wie viel Gold ist denn überhaupt da? Beziehungsweise können wir davon ausgehen, dass die Goldproduzenten, die hohe Nachfrage, die wir haben, dass sie die in den nächsten Jahren überhaupt abdecken können? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen auf unserer Börsenhobbythek. Heute geht es um eine uralte Kunst. Wir machen aus Eisen heute pures Gold. Dafür braucht man natürlich Eisen. Hier haben wir welches. Kommt in den Topf. Ich nehme noch ein bisschen was anderes dazu. Dann selbstverständlich Quecksilber ist hier in dem Thermometer, kommt auch mit rein. Sehr wichtig, ein paar Stücke Fuchsleber. Leber von einer jungen, trächtigen Füchse muss mit dabei sein. Der Stein der Weisen nicht zu vergessen. Und dann ganz besonders wichtig, Walpurgiskraut, frisch geschnitten und zwar um Mitternacht bei Vollmond. Seien Sie da bitte nicht zu sparsam, sondern alles, was Sie haben, mit rein. Dann noch das güldene Haar einer Jungfrau. Und was dann noch mit dazu kommt, kennen Sie, das ist in erster Linie für die Farbe, damit es auch schön aussieht. Und dann können Sie zum Schluss noch ein bisschen Rosenbinder mit reintun, weil das Gold soll ja dann auch eine gewisse Konsistenz haben. Wir tun das Ganze auf die Feuerstelle, rühren immer wieder durch und dann reduzieren, reduzieren, reduzieren. Das machen wir jetzt auch hier und danach hören Sie wieder von uns. Ein kleiner Ausflug in die Alchemie, die Mutter der empirischen Wissenschaften. Herzlich willkommen. Gold gab es schon immer zu wenig oder die Leute waren zumindest der Meinung, dass sie zu wenig hätten. Aber was jetzt die Goldvorkommen insgesamt betrifft, da macht man sich im Moment nicht so die großartigen Sorgen. Es gibt ein paar Studien zum Beispiel zu Peak Gold, also zu der Frage, wie lang bleibt die Produktion noch hoch und was haben wir noch an Gold in der Erdkruste und solche Dinge. Und die meisten sagen, das reicht alles noch mindestens bis ins Jahr 2050, also keine Panik. Nur das, was man theoretisch noch produzieren könnte, darauf kommt es nicht an. Aber dazu gleich. Es gibt auch neue Zahlen vom World Gold Council, Angebot und Nachfrage im ersten Quartal. Das klingt auch nicht unbedingt nach Knappheit. Die Nachfrage nach physischem Gold, die ist im Vergleich zum Vorjahr um 1% gestiegen. Aber wenn man die Nachfrage am Warenterminmarkt rausnimmt, dann ist sie um 13% gefallen auf 1081 Tonnen. Das ist die Säule ganz rechts und das Vorjahr habe ich auch rot eingekringelt. Hellgrün die Nachfrage aus der Schmuckindustrie, die ist um 2% gefallen, weil wir haben im Moment einfach nicht mehr das globale Wachstum entsprechend. Dann die Nachfrage aus der Industrie, das ist das kleine Dunkelgrüne, die ist um 13% gefallen. Dann gibt es aber noch die Nachfrage nach Barren und Münzen, das ist das hell-lila-farbene, die ist um 5% gestiegen. Allerdings nicht in Deutschland, da ist sie um mehr als 30% eingebrochen. Wahrscheinlich, weil die Deutschen da sowieso schon eingedeckt sind bis zur Halskrause. Wir haben also grundsätzlich einen Nachfragerückgang. Es sind aber alles Dinge, die jetzt nicht wahnsinnig dramatisch sind. Wo sich wirklich was getan hat, das war die Investmentnachfrage über goldgedeckte ETFs, das ist das Dunkelblaue. Die war im Vorjahr sehr hoch und im letzten Quartal gab es aber leichte Abflüsse. Allerdings nicht mehr so stark wie in den 2 Quartalen vorher. Und das Rote dann, das sind dann die berühmten Goldkäufe der Notenbanken. Zum Vorjahr ein starker Anstieg, aber zu Q3 und Q4 auch wieder ein starker Rückgang. Auch wenn es in der Berichterstattung zurzeit ein bisschen anders dargestellt wird. Aber das Hoch der Notenbanken Goldkäufe, das war erreicht im dritten Quartal mit 459 Tonnen.
Und davon hat es sich inzwischen wieder mehr als halbiert. Aber im langjährigen Vergleich ist es immer noch hoch. Warum die Notenbanken Gold kaufen, dazu gibt es ja inzwischen viele Beiträge und ich habe es hier auch schon behandelt. Haben wir da das Hoch schon hinter uns bei diesen Notenbankenkäufen? Wir wissen es nicht, es kann sich auch durchaus nochmal verstärken. Es ist jetzt aber auch nichts, das dem Goldmarkt zurzeit da auf dem Goldmarkt eine Knappheit verursachen würde. Weil nämlich das Goldangebot im ersten Quartal auch nochmal um 1% gestiegen ist. Und die Minenproduktion, das waren davon 73%, der Rest hauptsächlich Recycling. Und die Minenproduktion ist auch nochmal um 2% gestiegen. Und damit war der Markt auch wunderbar versorgt und die Nachfrage war wunderbar abgedeckt, also alles bestens. Warum dann dieses Video? Nehmen wir zum Beispiel mal Lithium. Das gibt's auf der Erde wirklich en masse. Trotzdem gab es bei Lithium die letzten Jahre einen sagenhaften Preissprung und jetzt aber auch wieder eine Preiskorrektur um fast 70%. Und in dem Zusammenhang sei auch nochmal erinnert an unseren Zukunftsmärkte-Report, den Sie morgen von uns kriegen, mit den Aktien von verschiedenen großen Lithiumproduzenten. Wo stehen wir da? Auch vor dem Hintergrund natürlich von diesem neuen Rohstoffnationalismus in Chile. Und die Reports von uns sind gratis. Dieser Report geht morgen raus und Sie kriegen die Reports auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und für alle anderen Rohstoffe aber und auch für Gold gilt eben grundsätzlich das Gleiche. Es geht nicht darum, wie viel Gold es theoretisch gibt, sondern es geht darum, wie aufwendig ist die Produktion und gibt es genug Unternehmen, die das kurzfristig, mittelfristig auch produzieren können und auch wollen. Und das erste ist schon mal, bei den Goldminen 1970, da hat das Gestein einen durchschnittlichen Goldgehalt gehabt von 10 Gramm pro Tonne. Das war da drin, so in den Vorkommen damals. Heute liegt der Durchschnittsgehalt nur noch bei 1,7 Gramm pro Tonne. Die Minen, die wir heute haben, die sind viel weniger ergiebig. Und das ist für die Produzenten schon mal ein Problem. Die Produktion kostet jetzt eben deutlich mehr. Aber wenn die Minen schon so unergiebig sind, ist es dann vielleicht wenigstens so, dass dafür die Produzenten immer neue Minen aufmachen und dass sie auch immer neue Funde machen bei ihrer Exploration. Das hier ist eine Grafik von Standard & Poor's. Und zugegeben, die ist jetzt schon über ein Jahr alt, aber seitdem verfolgt mich das Ganze auch. Es geht hier um die Goldfunde der Minenbetreiber von 1990 bis 2021. Also alles, was die neu dazugefügt haben an Reserven und Ressourcen, unabhängig davon, ob es jetzt schon wieder abgebaut worden ist oder nicht. Und enthalten sind da die 341 größten Funde. Es gibt ja auch immer kleinere Funde von kleineren Gesellschaften, die fallen jetzt aber nicht so ins Gewicht. Und was sehen wir da? Im Vergleich zu früher, da haben die so gut wie gar nichts mehr neu gefunden, spätestens seit 2014. Und Standard & Poor's sagen außerdem, nur 29 von den 341 großen Funden und nur 6% von den neuen Vorkommen insgesamt sind innerhalb des letzten Jahrzehnts gemacht worden. Und mehr als die Hälfte von allen Vorkommen, die 2021 zum Beispiel neu dazugekommen sind, das ist aus Erweiterungen von Minen, die schon in den 1990er Jahren in Betrieb genommen worden sind. Es kommt also nichts Neues mehr nach. Und das, obwohl ja die Explorationsausgaben, also die Investitionen in die Suche von neuen Vorkommen, obwohl die inzwischen auch nicht mehr so niedrig sind. Das ist die schwarze Linie hier. Sie sind zwar deutlich unter dem Niveau von 2012, als die letzte Goldrallye war, sie sind aber deutlich über dem Niveau von 1990 bis 2008. Und trotzdem hat man damals viel, viel mehr Gold gefunden. Wie kommt das? Schauen wir uns kurz den Goldpreis an in Dollar seit 2008. Der Chart ist von TradingView. Nach der Finanzkrise hat es erstmal eine tolle Goldrallye gegeben, aber von 2011 bis 2015, da kam dann wieder eine harte Korrektur. Der Goldpreis ist um 45% eingebrochen, bevor er dann jetzt anschließend noch höher gestiegen ist. Und diese Korrektur,
Das war für die Minenunternehmen eine schwierige Zeit. Sie haben nämlich in der Rallye vorher investiert wie verrückt und das, was sie dann neu hatten, das war aber plötzlich alles viel, viel weniger wert und sie haben riesen Schulden gehabt und es kam dann natürlich auch Druck vom Aktienmarkt und man hat gesagt, werdet schlanker, werdet profitabler, baut Schulden ab und baut verdammt nochmal vor allem auch mal Risiko ab. Und das haben die auch gemacht, auch wenn es schmerzhaft war zum Teil und auch wenn im Zuge von diesem Abbau auch vieles vernichtet worden ist. Das ist der Nice Arca Gold Bucks Index, die 24 größten in den USA gelisteten Goldproduzenten, auch wieder seit 2008. Der hat sich die letzten Jahre auch wieder erholt, er ist aber nicht im Ansatz da, wo er 2011 schon mal war und viele sind darum auch der Meinung, Gold steht heute höher als 2011, also müssten auch die Minenaktien viel höher stehen. Sie seien im Vergleich zum Goldpreis unterbewertet. Aber die Goldkonzerne, die sind heute nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Sie sind heute schlank, sie sind heute profitabel, sie schütten auch Dividenden aus, das was der Markt eben will. Aber was ist mit der Produktion und was ist mit neuen Minen? Und weil sie selber nichts mehr finden, da machen sie es so, sie kaufen andere Goldproduzenten. Und da hat man dann ja außerdem viel weniger Risiko, weil die haben die Minen ja alle schon entwickelt. Das ist in anderen Branchen auch so, Pharmaindustrie zum Beispiel mittlerweile, da werden viele neue Therapien inzwischen entwickelt von kleinen Biotech-Unternehmen. Sollen die doch an die Wand fahren, wenn es schief läuft. Aber wenn es gut läuft, dann muss man natürlich auch eben sehen, dass man die dann übernimmt, auch wenn das dann sehr teuer werden kann. Aber genau den Trend haben wir eben auch im Goldsektor. Viele Übernahmen, auch wenn das viel Geld kostet dann. Und Metal Focus, die haben zum Beispiel mal ausgerechnet, für die 12 größten Minenbetreiber, da ist die Förderung pro Jahr und pro Aktie von 5,5 Unzen im Jahr 2010 auf nur noch 3 Unzen zurückgegangen, weil sie natürlich für Übernahmen oder auch zum Schuldenabbau neue Aktien rausgegeben haben zwischenzeitlich. Und sie kriegen da jetzt eben als Aktionär pro Aktie heute eine deutlich niedrigere Förderung als 2010. Und abgesehen davon, wenn ganz überspitzt gesagt, wenn jeder seine Produktion nur dadurch steigern will, dass er andere Produzenten aufkauft, dann kommt natürlich die Produktion insgesamt auch nicht mehr weiter. Und was heißt das jetzt für Anleger? Ich würde sagen, die Konsolidierung in dem Sektor, die wird weitergehen. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft noch mehr Übernahmen und noch mehr Fusionen haben als die letzten Jahre. Zweitens, mittelgroße Produzenten mit guten Minen, die werden interessant. Das sind sie nicht nur an sich, sondern eben sie werden auch interessant als Übernahmekandidaten. Und drittens, viele Anleger, die schauen ja bei Goldaktien vor allem auf so Sachen wie die Kosten und die Gewinne und KGV natürlich und Dividendenrendite auch. Das ist ja auch nicht falsch. Ich glaube aber, dass auch solche Sachen eben wie das Produktionsprofil jetzt immer noch wichtiger werden. Dass man eben nicht nur drauf schaut, wie läuft das alles im Moment. Weil im Moment, da stehen viele Goldkonzerne ja tipptopp da zurzeit und bei dem Goldpreis jetzt sowieso. Aber man muss eben immer mehr jetzt auch drauf schauen, wie lange läuft das noch so. Und da gibt es eben auch große Unterschiede bei den Goldaktien. Und das wird jetzt aber sehr wahrscheinlich immer noch wichtiger. Und was heißt das für den Goldpreis? Kurzfristig wird es nicht die große Rolle spielen, ist klar. Also die nächsten Jahre wird die Goldproduktion erstmal noch hoch bleiben vermutlich, auch wenn wir vielleicht auch da schon feststellen, dass sie doch langsam aber sicher zurückgeht. Aber der Goldpreis wird jetzt erstmal weiter abhängen vom Dollar, er wird abhängen von der US-Notenbankenpolitik und er ist ja gestiegen, weil man zurzeit denkt, die Fed, die rudert jetzt ziemlich bald wieder zurück. Aber da kann sich der Markt natürlich auch kurzfristig täuschen. Mich würde es auch nicht wundern, wenn der Goldpreis jetzt kurzfristig erstmal einen Dämpfer bekommt, so die nächsten Monate. Aber die Frage ist dann natürlich, halten die Notenbanken das dann auch auf Dauer durch, dass sie die Inflation wirklich auf Dauer konsequent bekämpfen, egal was sonst kommt. Und dann haben wir ja vielleicht wirklich
eine Wiederentdeckung von Gold als Reservewährung durch die Notenbanken dauerhaft. Aber schauen wir nicht nur immer auf die Notenbanken, sondern schauen wir auch mal auf die Privatanleger. Es heißt ja schon seit vielen Jahren, als Privatanleger sollte man so 5-10% investiert haben in Edelmetalle von seinem Vermögen. Aber wie viel haben die globalen Anleger wirklich in Gold? Weltweit schätzungsweise nur 1%. Aber das hat natürlich auch sein Gutes, weil falls da bei Gold wirklich mal ein Bewusstseinswandel stattfinden sollte, dann käme dadurch natürlich auch nochmal ein enormer Nachfrageschub. Und das dann aber eben nochmal in Kombination mit einer Produktion, die mittelfristig wahrscheinlich stärker fällt, als man denkt. Da kann man sich also schon vorstellen, dass Gold in ein paar Jahren noch höher steht als jetzt. Mit anderen Worten, es ist gut, unabhängig von der Marktlage, wenn man auch Gold hat. Vor allem, wenn man es idealerweise sogar selber herstellen kann. Wie sieht es eigentlich unten in der Küche aus? Wir sind noch nicht ganz da, wo wir sein wollten, aber wenigstens wissen wir jetzt, wie Dr. Oetker seine Götterspeise macht. Okay, Sie haben es gehört, wir arbeiten noch dran. Sobald wir da die Resultate haben, dann bekommen Sie die natürlich von uns. Was jetzt aber schon so gut wie fertig ist, das ist unser neuer gratis Zukunftsmärkte-Report zu den Lithium-Aktien. Der geht, wie gesagt, morgen raus. Also denken Sie noch dran, dass Sie sich den sichern auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.